Hallo und einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Ertragssteigerung. Wie kann ich mehr Ertrag, mehr Gewinne erzielen? Und vielleicht sagen Sie sofort, das haben schon so viele versprochen. So oft war es schon Thema, bitte nicht schon wieder. Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem Vertrieb. Warum Vertrieb? Weil das Verkaufen das Wichtigste in unserer Welt ist. Jetzt sagen Sie vielleicht, was will der mir da erzählen? Es gibt doch viel Wichtigeres. Das stimmt sicherlich. Aber bezogen auf unser Gemeinwesen gibt es nichts Wichtigeres als das Verkaufen. Schauen Sie mal. Ganz egal, an welcher Stelle Sie in einem Unternehmen sitzen, wer bezahlt letztendlich die Gehälter? Es sind die Kunden, die ihre Dienstleistungen oder Waren kaufen. Und davon werden dann auch Steuern bezahlt. Und von diesen Steuern werden Richter, Lehrer, Kindergärtnerinnen, Ärzte und so weiter und so fort bezahlt. Alle in unserem Gemeinwesen hängen vom Verkaufen ab. Und deshalb hat der Verkäufer die wichtigste Funktion im Unternehmen. Und deshalb sind alle Maßnahmen, um den Verkauf anzukurbeln, Premium-Maßnahmen. Und sicher kennen Sie eine Reihe von Maßnahmen in Ihrem Unternehmen, was alles schon versucht wurde, um Mitarbeiter im Verkauf besser zu machen. Und haben Sie nach einer Weile nicht auch festgestellt, es schläft wieder ein? Wissen Sie, was dafür verantwortlich ist? Sind Sie schon mal mit angezogener Handbremse gefahren? Vielen ist das schon widerfahren. Wenn man es bemerkt und dann die Handbremse löst, geht es sofort mit einem Schub den Berg hinauf. Aber es geht nicht nur schneller, sondern man spart auch noch Sprit. Wussten Sie, dass 4 von 5 Mitarbeitern, nicht nur im Vertrieb, sondern generell alle Mitarbeiter in einem Unternehmen mit angezogener Handbremse fahren? Eine Langzeitstudie mit über 500.000 Probanden, die über ein Jahrzehnt stattgefunden hat, in ganz unterschiedlichen Unternehmen, zeigt tatsächlich, 80% aller Mitarbeiter haben innere Blockaden. Manchmal sind die Blockaden nur klein, aber manchmal auch riesengroß. 4 von 5 Mitarbeitern haben eine innere Handbremse. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, nur mal so ins Blaue gedacht. 3 oder 2 von diesen 4 lösen die Handbremse. Wie viel Power und Energie würde dadurch entstehen? Diese Mitarbeiter leisten nicht das, was sie zu leisten imstande wären. Die meisten von denen ist es gar nicht bewusst, dass sie ihre Handbremse angezogen haben. Wenn die Vertriebsmitarbeiter alle die inneren Handbremsen lösen, dann ist dadurch ein Energiesprung möglich und Leistung, von denen man bisher kaum zu träumen gewagt hat. Nur, wie erkennt man, welche Blockaden vorhanden sind? Ganz einfach. Wir haben ein Analysetool, mit dem die inneren Blockaden der Mitarbeiter zielsicher erkannt werden können. Da bleiben wir aber nicht stehen. Der nächste Schritt ist aufzuzeigen, wie die Handbremse gelöst werden kann. Dass wir das können, hat eine wissenschaftliche Studie gezeigt, die von der Rheinischen Fachhochschule in Köln bei einem unserer Kunden, einem DAX 30 Unternehmen, durchgeführt wurde. Aber was ebenfalls ganz wichtig ist und was Sie unbedingt erfahren sollten, unser Vorgehen ist wirklich nachhaltig. Denn wenn Mitarbeiter und Führungskräfte, wie in diesem Fall, noch 5 Jahre nach Abschluss der Maßnahme in dieser Studie sagen, das hat uns wirklich weitergebracht, dann war das mit Sicherheit erfolgreich. Wichtig ist bei unseren Maßnahmen immer, dass es zu einer Nachhaltigkeit kommt. Wissen Sie, wie das am besten möglich ist? Indem sich die Führungskräfte verändern, eine andere Haltung gegenüber den Mitarbeitern einnehmen. Wenn man die Führungskräfte begeistert, hat man das Unternehmen nachhaltig verändert. Und deshalb beziehen wir bei allen unseren Maßnahmen die Führungskräfte mit ein. Wussten Sie, dass im Durchschnitt 25 von 100 Mitarbeitern innerlich gekündigt haben? Das sind Mitarbeiter, die jeden Morgen nur mit Mühe aus den Federn kommen, die zum Teil Herzrasen haben, wenn es zur Arbeit geht. Mitarbeiter, die Geld bekommen, es aber nicht verdienen. Mitarbeiter, die mit ihrer inneren Haltung andere noch anstecken. Für diese Mitarbeiter ist es aber ein einziges Drama. Sie fühlen sich unwohl und fehl am Platz. Tag für Tag haben sie statt Spaß an der Arbeit nur Frust. Zumeist bringen sie deshalb für das Geld, das sie bekommen, keine wirkliche Gegenleistung. Nein, sie verursachen häufig Zusatzkosten,
Diese Mitarbeiter leiden selbst oft am stärksten unter dieser Situation und drehen sich in eine gefühlsmäßige Abwärtsspirale. Vielleicht sagen Sie jetzt, in meinem Betrieb sieht das ganz anders aus. Das mag gut sein, dass Sie anders dastehen. Aber rein statistisch sind es 25% der Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, bestätigt durch Langzeitstudien. Und ich kann Ihnen hier jetzt sagen, ich bin in vielen Gesprächen die Situation mit den Verantwortlichen in den Betrieben durchgegangen und manchmal waren die Zahlen noch erschreckender. Mir geht es hier nicht darum, diese Mitarbeiter an den Pranger zu stellen. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, diese Mitarbeiter wieder zu neuem Mut, Engagement und Power, dass diese Mitarbeiter wieder neuen Mut und Power entwickeln, zum Wohle des gesamten Unternehmens. Wussten Sie, dass rein rechnerisch pro 100 Mitarbeiter einem Unternehmen etwa 1,5 Millionen Euro verloren gehen? Pro Jahr, Jahr für Jahr 1,5 Millionen Euro. Das muss man sich mal vor Augen führen. Was würde wohl passieren, wenn es gelingt, nur die Hälfte dieser Mutlosen, die innerlich oft schon lange gekündigt haben, wieder zu Engagement und Power zu verhelfen? Was würde es für Ihr Unternehmen bedeuten, wenn ein Teil dieser Unengagierten wieder zu alter Kraft und Stärke käme? Wenn sie wieder mit Freude zur Arbeit kämen, das gesamte Unternehmen würde plötzlich einen Schub bekommen und mit mehr Leidenschaft und Engagement wirken. Nur wenn die Menschen wirklich mitziehen, sich engagieren, ist ein Unternehmen wirklich erfolgreich. Jetzt liegt es bei Ihnen. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Tun.